Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Spargelzeit ist noch lange nicht vorbei und deshalb machen wir uns noch einen Spargel, ein Spargelgericht. Und zwar den Klassiker werden wir heute ein bisschen verbacken in einer Palatschinke mit Schinken und Käse. Palatschinken habe ich mir da schon vorgemacht. Der Günther wird uns das Video von den Palatschinken da oben noch einmal verlinken, wer das noch mal gerne anschauen möchte. Und sonst einfach normale Palatschinken machen, salzen und ich habe da ein bisschen Petersilie hineingegeben, dass es einfach ein bisschen toller ausschaut, weil es ja für ein bekanntes Gericht ist. Ja, ein bisschen Butter habe ich mir da schon aufgestellt, weil zu dem Ganzen machen wir uns heute eine Hollandaise. Allerdings eine Blitz-Hollandaise, die machen wir ganz schnell mit dem Pürierstab, das geht nämlich wunderbar. Was ihr dazu alles braucht, seht ihr zuerst einmal auf der Zutatenliste. Die Palatschinken sind fertig. Den Spargel habe ich mir natürlich auch schon vorgekocht. Schinken und Käse vorbereitet, die Butter flüssig gemacht, die brauchen wir nämlich für unsere Blitz-Hollandaise. Und die machen wir uns jetzt zuerst, weil das ist dann eine relativ schnelle Geschichte. Vom Spargelkochen habe ich mir ein bisschen was vom Spargelfond, von diesem Spargelwasser aufgehoben. Das nehmen wir her für, als Flüssigkeit für unsere Hollandaise. Da geben wir ein bisschen Senf dazu. So, damit das Ganze ein bisschen einen guten Geschmack hat. Etwas Säure braucht man natürlich, das ist in dem Fall ein bisschen Zitronensaft. Dann geben wir da ein ganzes Ei hinein. Das Ganze verrühren wir mal kurz. Und jetzt die geklärte Butter, die flüssige, heiße Butter, ganz langsam da hinein leeren und dabei ständig rühren und vielleicht immer wieder ein bisschen den Pürierstab nach oben ziehen. Machen wir mal. Los geht's! Unsere Hollandaise ist fertig, schön aufgezogen und das reicht. Jetzt werden wir einfach unsere Palatschinken befüllen. Einfach ein bisschen was von der Hollandaise draufstreichen beim Palatschinken. Dann geben wir ein bisschen Schinken hinein, ein bisschen Käse und 3-4 Stangen, je nachdem wie dick der Spargel ist. So viele gibt man halt hinein und das Ganze schön aufrollen. Und ich gebe das dann noch einmal in die Pfanne bei ganz kleiner Hitze einfach ein bisschen zum Warmhalten. Zum Warmmachen wieder oder Warmhalten, weil die Palatschinken sind jetzt ein bisschen ausgekühlt und natürlich auch der Spargel. Dann werden wir das einfach ein bisschen erwärmen da drinnen. Käse muss auch schmelzen. Genau, der Käse muss auch noch ein bisschen schmelzen, das wäre auch super. Ja, ich mache die jetzt einmal fertig und tue sie nur aufwärmen, wie gesagt, und dann geht's weiter. Und den letzten in die Pfanne. Da geben wir jetzt ein bisschen was von unserer Hollandaise drauf. Dann geben wir einen Deckel drauf und wie gesagt, da lassen wir es einfach für 5 Minuten oder so noch ein bisschen nachziehen, heiß werden und dann richten wir es an. Okay. Unsere Palatschinken sind jetzt schön, hoppala, schön heiß und somit sind sie auch schon fertig. Die schneiden wir uns noch ein bisschen auseinander, dann schaut das schön aus. So schaut das Ganze dann aus. Da geben wir beim Servieren ein bisschen Sauce Hollandaise dazu. Einen schönen grünen gemischten Salat haben wir noch dabei.
gemischt mit ein bisschen Radieschen, Karotten und mit Tomaten. Ja, und schon sind wir wieder durch. Vielleicht hat euch dieses tolle, schnelle, einfache Spargelrezept gefallen. Dann probiert es aus, macht es noch. Das war keine Hexerei. Bis zum nächsten Mal.